Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich erkläre dir hier kurz die Mindmap-Methode, die du für die nächste Übung benötigst. Die Mindmap-Methode kannst du auch zum Lernen verwenden oder einfach dazu, um deine Gedanken besser zu sortieren und zu ordnen. Wir haben jetzt einfach mal das Hauptthema, das schreibt man bei der Mindmap-Methode einfach hier in die Mitte und dann ordnen wir diese Begriffe zu. Jetzt aber aufgepasst, verwechsel bitte nicht die Mindmap-Methode mit der Brainstorming-Methode. Beim Brainstorming würde man einfach diese Begriffe wahllos hier drum zuschreiben, kann man dann auch mit Strichen verbinden. Bei der Mindmap-Methode geht es darum, Unterkategorien zu bilden. Du könntest jetzt hier dir die Begriffe durchlesen und guckst, was ist davon das Hauptthema, also das, was über allem steht. Ne? Laubbäume, Eiche, Nadelbäume, Esche, Bäume, Tanne, Kiefer, Wald, Erle, Kastanie, Natur. Ne? Natur, das fasst hier alles mit ein. Also schreiben wir hier erstmal an den ersten Zweig einfach mal hier Natur dran. So, und jetzt ist es so, wenn du Natur hast, dann... Was kommt quasi als nächstes Unterthema? Ist das Kastanie? Nee, auch nicht. Ist es Erle? Das ist ein Baum, ne? Wald? Wald fasst ja alle Bäume zusammen, also das könnte hier schon mal was sein. So, Wald, genau. Dann ist das nächste hier der Wald. Ich mache hier auch mal Kreise drum, das kann man machen, muss man aber nicht. So, der Wald und im Wald stehen natürlich Bäume. So, Bäume. Und da stehen jetzt zwei Arten von Bäumen, nämlich Laubbäume und Nadelbäume. Ne? So, jetzt mache ich einfach mal hier unter L, ich kürze das mal ab, für Laubbäume und N für Nadelbäume. So, und jetzt können wir, das kann ich schon mal wegstreichen, und jetzt können wir hier die Kiefer, die Tanne, die Erle, die Kastanie und die Eiche. Ne? Die Eiche ist ein Laubbaum, kürze ich auch einfach mal ab mit E, sonst passt das hier eh nicht mehr hin. Esche, nochmal ein E. So, Tanne. Ist ein Nadelbaum, kommt hier hin unter T. Kiefer ist auch ein Nadelbaum. Und die Erle und die Kastanie, nochmal wieder ein E. Und ja, ein K für Kastanie. Genau, das würdest du normalerweise alles ausschreiben, das war jetzt alles ein bisschen eng. So, jetzt kannst du dem Thema Biologie aber auch noch andere Sachen zuordnen. Zum Beispiel haben wir das Thema Tiere. So, dann könntest du hier wieder weitergehen und dann hast du Säugetiere. Und findest dann für Säugetiere zum Beispiel den Tiger oder was haben wir noch für Säugetiere? Moment, ein bisschen verrutscht. So, haben wir zum Beispiel den Hund auch, Säugetiere, ne, den Delfin und so weiter und so fort. So, jetzt kannst du dem Thema Biologie aber noch weitere Sachen zuordnen. Ne, und das ist, wie gesagt, wenn du dann so eine Gesamtstruktur hast, ne, dann hast du eine sogenannte Mindmap, weil in einer ähnlichen Art und Weise verknüpft auch dein Gehirn und ordnet auch dein Gehirn die ganzen Begrifflichkeiten und alles, was dir so im Leben begegnet. Also das Mindmap ist eine ganz tolle Methode, weil sie einfach der Arbeitsstruktur des Gehirnes angepasst ist.